Hi ho, willkommen zurück hier bei Dotec GU Last Record, speziell zu Volume 1 Rebirth. Beim letzten Mal haben wir unseren Arena-Kampf gegen Kuhn bestritten und auch bestanden. Jetzt gehen wir wieder zurück in das Spiel hinein, haben den Titelkampf jetzt vor uns, gegen Andrins sollen wir jetzt kämpfen. Aber bevor wir das machen... I'll register for the title match at the arena counter. Gotta invite Adelie and Syllabus. Genau, bevor wir das jetzt aber machen, weil er schon sagt, er will Adelie und Syllabus einladen, werden wir jetzt aber zuerst... Was sagt sie? Flugblatt erhalten, okay. Mondbaum, Meister Zirkova, so verträumt, okay. Werden wir jetzt aber zuerst in die Gruppe... Kuhn und Pai einladen. Denn ich möchte in dieser Folge zuerst, da kommen sie schon, zuerst die Quests machen, die wir jetzt bekommen haben. Denn wir haben hier jetzt einmal das hier, ne? Gebietswort Atelier erhalten. Dort befindet sich eine perfekte Waffe für Haseo. Aber das machen wir mit Syllabus und Atelier zusammen. Und dann gehen wir anschließend zum... Ne, wir müssen ja nicht mehr. Und dann gehen wir anschließend den Titelkampf bestreiten. Doch zuerst möchte ich die beiden Quests machen. Mit den beiden einfach mal schauen. So, Quest annehmen. So, wir haben sogar drei neue. Bezwinge Gorugon, das Monster, das alles frisst. Besiege das Vogelmonster Zunderschwinger in dem Labyrinth. Und Krabbenmonster in der Höhle vernichten. Den Rest haben wir alles schon gemacht. Deswegen fangen wir mit dem Krabbenmonster an. Stufe 37 passt. So, streitend grau, winzig, okay. So, Quest an den Warte einen Moment. Also überspringen wir mal, das ist meist immer gleich. Ah ne, man muss die Quest dann machen, okay. Ich glaube, das habe ich schon mal nachgeguckt, ne? Es ist ein bisschen doof, dass wir das so gemacht haben. Ich hätte gerne alle Quests angenommen und dann nacheinander erfüllt und dann gerne abgegeben. Aber na gut, dann muss man das halt hier eben so rummachen. Ist halt so. So, und wir gehen hier das Krabbenmonster besiegen. Stufe 37. Guck mal, wie stark man mit den beiden jetzt ist. Hey, you're... Oh! Alcade! Hi there! Are you guys going into the dungeon too? What a coincidence. So are we. Well, if it isn't the great Haseo... What? I'm surprised a cheater like you needs to take on quests like a regular player. Isn't that far off your style? Huh. Let's go. If we hang around him too much, it might rub off on us. Ah, man. Ist immer noch so ein kleiner, schlechter Verlierer. Na gut, obwohl es auch unfair war, ne, muss man an dieser Stelle sagen. Es war einfach unfair von Haseo, dass er das da... sein Avatar halt eingesetzt hat, weil... Kate ja selber keinen besitzt. Aber naja, wir reden halt immer noch hier von Haseo, ne? Slow! Oh, Fans. Twin Moon Bombs. Weggeballert. Thunder Spark.
Oh, sind beide 41, okay. Ach ja, stimmt, dieses Spiel war das ja so, ist mir gerade wieder aufgefallen. So mega schlecht geregelt mit dem Sound. Man hört nämlich den Battle-Sound, den Gewinn-Sound am Ende und den Gebiet-Sound. Hier, das Lied, was ihr gerade hört, hört man, wenn der Kampf beendet ist, plötzlich auch. Das ist irgendwie so mega komisch. Weil jetzt zum Beispiel hat die Musiker gewechselt. Jetzt hört man ja die Kampfmusik. Wacht mal gleich drauf. Falls euch das noch nicht aufgefallen ist. Tiger Blitz, zack. Das war jetzt nicht so stark. Twin Moons, zack, jetzt achtet mal drauf. Ich weiß, ich warte nur ganz kurz. Ne, komisch. Irgendwie hatte ich das aber gerade. Jetzt ging das eigentlich mit der Musik. Sehr seltsam. Aber ich habe es immer zu schnell weggedrückt und es kam mir nur so vor. Naja, wer weiß das schon. So, und Attack. Ist aber auch stark. Wahrscheinlich habe ich mich echt verhört. Aber jetzt geht's gerade. Jetzt ist das wahrscheinlich dieses, was im Hintergrund noch so mit eindüdelt, wenn man gewonnen hat. Ich glaube, das verfälscht das so ein bisschen. Dass man denkt, das überlappt. Hebe ich mal auf. Mega verkloppt. Ja, das Doof ist jetzt, dass Haseo natürlich jetzt levelt dadurch. Und Syllabus und Etoli halt eben nicht. Weil die ja nicht dabei sind, ne? Ah, naja, so ist es nun mal. Können wir jetzt auch nicht ändern. Again. Ugh, you're still here. We're on a quest. Huh. Why is a cheater like you taking on a quest? Hey, you cheater! Stop showing yourself around me. I might not stop myself from bashing you in the head. You were a PKK until recently, right? Called yourself the Terror of Death? I bet you cheated to get famous. Honest, people are busting their butts in the arena. So, someone like you isn't welcomed in the tournament. That's a nice speech. And you're the poor little girl that's protecting the order of the arena? Shut up! You don't know anything, so butt out of it.
And you claim that you do? You know why he was a PKK? Or why he entered the tournament? Why he did this? What? You're the one who doesn't know. Hi. All right. Oh. So, you had some legitimate reason to cheat? Don't make me laugh. I don't have any reason to stay here. Let's go. Okay. Was war das denn gerade? So, jetzt haben wir keine Chimps mehr. Müssen wir gleich neue Chimps holen. Bam, bam, bam. Ein bisschen aufpassen, da hast du es fast besiegt. Oh, okay. Something is still here. Na gut, ich wollte mir erstmal Chimps holen. Kuhn macht das schon hier. Ja. Ich hole mir jetzt nochmal 3 und dann gehen wir weiter. So. Genau, in der Höhle hat irgendwas geknurrt. Na, mal schauen, was das war. Na, gibt also 2 Wege hier rein, okay. Damn it! Where did they go? The boss finally appeared too! What? Hey! That's my prey! Don't even think about it! I was here first! Hey, look out! Damn it! Don't cry later! So, machen wir gleich mal hier Dämonenpower. Bam, bam, bam. Wir machen nur 1 Schaden. Geil. Mal gucken, ob ich nicht doch den Heiltrank für Haseo. Ja, der bringt gar nichts irgendwie. Habe ich nicht was. Weg ist er. Ja, nice. So. Sis! Big Sis, are you alright? Are you okay, Sis? Did these guys cause you trouble? You're gonna get it for that! Stop!
Why'd you save me anyway? Who knows? Why'd you have to win by cheating? None of your business. It is my business because you beat me! I don't know what you're doing. I don't know what your motivation is. But what you did at the tournament is an insult to all the fighters of the arena. I'll never forgive you for it. One of these days, I'm gonna get you back. That's why. Till that day, you better not lose to anyone else. You can have that treasure. That should clear my debt to you. Sis, is it really- No way! You're giving the item to him? Hey, you got a nice item there. This is... It's perfect for a rookie like you. Did you invite me here because you knew this item was here? Don't get the wrong idea. We need you to become something that we can use. Thanks. What? It's not like you to show gratitude. Oh. Come on. We're heading back. Na, wenigstens kann sich Hasio auch mal bedanken, ne? Ich frage mich, was das jetzt, Hallo. Habt ihr alle mal zu besiegen? Jedes Einzelne? Grandios, ihr seid wirklich stark. Ich kann jetzt entspannt Pilze sammeln. Eure Belohnung liegt im Quest-Shop bereit. Holt euch bitte dort ab. Vielen Dank und bis bald. Ich frage mich, was das Item macht, was wir da bekommen haben. Können wir sonst gleich angucken. So, hier sollen wir die Zundertschwinge besiegen. Eine Quest für auch für Stufe 37. Kriegen wir auch noch locker hin. Weil wir, ich überspringe das hier wieder, ne? Weil wir auch viel zu hoch dafür sind, deswegen. Also hier ist das nicht mit drin, ne, was wir jetzt bekommen haben. Wie hieß denn das? Irgendwas mit... Da, Bernstein-Drachenauge. Fügt die Fähigkeit 10% Erfahrung hinzu. Achso, mehr ist das nicht. Naja. Kann man wahrscheinlich beim Leveln, wenn man irgendwelche Gebiete geht, um zu leveln, gut benutzen. Aber 10%. 10% mehr Erfahrung. Weiß nicht, ob ich das jetzt wirklich brauche. Ah, naja. Teleporten. Ich möchte bitte... Ja, hier zum Labyrinth des Vogelmonsters. Das wollen wir jetzt als nächstes machen. Dann schauen wir mal. Oh nein, wenn ich das schon sehe hier. Hm? Hey, a solo player. She must be sure of her skills. No, she's... Damn, let's help her. Hey, wait. Ugh, what a pain. I don't feel like losing today. Mann, ich mag es nicht gegen sie. Vögel zu kämpfen. Ich habe sogar den Falschen angegriffen, mal egal. Cool, und jetzt kommt gleich irgendwie so Plot-Twist, so, ey, ich habe die gerade gefüttert oder ich habe mich gerade mit denen befreundet.
Wir töten die einfach. That was a close one. Are you alright? Those monsters should know better than to attack someone as beautiful as you. But now that I'm here, I'm not gonna let anyone touch you. Thank you. Huh? Wait! She's gone. She's a new player. Her level is nowhere close to what she needs to clear this dungeon. What is she thinking? Tja. Vielleicht will sie ja nur in Ruhe leveln. Oder sie sucht jemanden. How should we handle this? Vergiss es. Ach Mann, du. Na, schauen wir mal, wo sie lang gelaufen ist. Scheint ja auch wieder ein etwas größerer Komplex zu sein. Top, 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 top. Das ist eigentlich doof, ne, weil wahrscheinlich die Items ziemlich gut sind, die wir hier kriegen. Und ich baller die immer weg. Ich müsste echt gucken, dass ich bei der nächsten Folge mal wieder das Arsenal aufräume. Also die ganzen Ausrüstungsgegenstände mal aussortiere. Your guard's down. So. Das hast du ja auch schon fast 41. Ist ja in dem Sinne auch nicht schlecht. Hat er wenigstens auch eine gewisse Stärke dann später für den Dungeon, bei dem wir seine Waffe da kriegen, die gut für ihn sein soll. Heilsachen nehme ich immer mit. So, gibt es dann noch den Weg hier? Oh man, not again. Let's help. Don't cry later. Und mir habe ich das Gefühl, dass wir ja gar nicht helfen sollen. So. Thank you. Hang on a second. It's crazy to wander around this dungeon alone at your current level. You should at least form a party. I can't. Huh? I don't know anyone that would form a party with me. Okay then. You can come with us. Good? Alright then. What? Hey! I can't allow a young lady like you to wander around this dungeon alone. It goes against my beliefs. I, Kun, cannot allow this atrocity to go any further. By the way, my name is Kun. Nice to meet you. Are you sure? Of course. No, forget it. What? Why? Hmm, maybe she's shy. What a nice girl. Dude, what is with you? Hä, irgendwie ist sie komisch. Was macht die denn da die ganze Zeit? Warum rennt die hier durch den Dungeon und...
sagt erst so, ja, nö, mit mir will keiner eine Gruppe gründen. Dann sagen wir so, oder Kuhn halt, ne? Ja, kannst du bei uns mitkommen? Und dann sie so, nö, hä, warum nicht? Und warum rennt sie dann hier weiter durch den Dungeon? Verstehe ich nicht. So, mir egal. Bam, so. Sag mal, erwischt. Perfekt. Und Hasio ist jetzt auch 41. Richtig gut. Trotzdem ist die seltsam. Wir müssen jetzt auch hier bald durch sein. Das ist schon ein großer Komplex hier, ne? Von dem Ganzen. Ah, da steht sie wieder. So, was los mit dir jetzt? Erzähl mal. Hey, we meet again. Since we're in the same dungeon, why don't we get to know each other? Come on, it'll be fine. Good, let's talk. So, why is it that you're so hung up on this quest? I'm not. I just want a rare item. A rare item? Yeah, the world is really popular in my class. In your class? I wasn't really very interested in games. So this is my first week playing the world. Hmm. And everyone started to show off their great weapons and items. But I just started, so I don't have anything. And I got jealous. I told them that I have one too. I'm bringing it in tomorrow. I see. It's because they won't stop bragging about it. Like today in gym class. Gym class? Ha! What is it? So then, that means you're in grade school? Yeah, third grade. Third grade? So you're what, 9 years old? I think a grade schooler is too young, even for you. Anyway, I'm going to go now. Hey, wait! Lol, okay. Das ist interessant. Ein Drittklässler also. Na, gucken wir mal, wie weit das noch hier geht. Seltenes Item, ja. In anderen MMOs wird das überhaupt nicht funktionieren, hier eigentlich auch nicht. Denn wenn, selbst wenn der jetzt ein Item da bekommt, oder sie, ist das Problem, dass er es nicht tragen kann, wegen Level. Sorry, we're late. She's not waiting. You can't fight that thing by yourself. Just stand back and watch us do our stuff. Hm? Hey, stand back. You're in the way. No! Don't cry later! Thunder! King Hammer! Boah, so ein Doppelquip, das war ja geil. Lol. That was nothing. Justice prevails. Just kidding. Hey, this is pretty nice. This is the perfect accessory for you. Thoughtful on the outside, but burning with passion on the inside. It's pretty rare, so you can show it off to all your classmates. You sure? Of course. I can't take this. Huh? Why? You guys kept saving me. I didn't do anything at all. I was so scared I couldn't even move. I don't deserve to get an item like that. Hmm. I think there's a misunderstanding here. It turned out to be an easy victory thanks to you. Huh? The monster's attention was focused on you because you didn't run away. So we were able to keep attacking. You watched, right? I'm sure you noticed. Really?
Yes, really. It takes a lot of courage for a beginner to face a boss monster. You played a really important part in that battle. You were amazing. Now do you understand that you deserve it? Thanks, mister. Thanks so much. Cute little story you made up there. She helped out because she couldn't move during a battle. She just started playing the world, so I wanted her to have fun. I'm sorry that I gave her that item without asking you first. That's okay, but Kun... I didn't know you had a thing for younger girls. She's much too young for you. Hey, her being young had nothing to do with it. I'm a champion to all female players. Hey, Kun! Huh? What are you ladies doing here? We saw you in town and came after you so we could join up! She's in grade school, right? What? We've been watching from the battle! What? I can't believe you took advantage of a little girl! You jerk! Come on. What? Wait a sec. It's a misunderstanding. I wasn't. Things like that happen sometimes, mister. Yeah, mister. You can get depressed later. Yeah. Oh Mann. Du hast Bescheuertes. Na gut. Wenigstens konnten wir helfen. Oh, eine neue ungelesene Nachricht. So, zum Questshop natürlich gehen. Ja, das überspringe ich. So, eine Quest haben wir, glaube ich, noch. Bezwinge Gurugon ist für 23. Das machen wir, denke ich, auch in dieser... Ich soll diese Quest mit Pyros, dem Dritten und Gaspard machen, okay. Können wir die jetzt doch noch nicht machen. Das heißt, da die Folge jetzt auch schon wieder vorbei ist, würde ich sagen, wir machen dann hier beim nächsten Mal weiter. Ich lade schon mal... Ah, das mache ich beim nächsten Mal. Genau. Beim nächsten Mal lade ich dann Syllabus und wo speichere ich den jetzt am besten? Was ist das hier? Vom 12.05. Vom 12.05. muss ich hier abspeichern, okay. Ja. Ja, lade ich Atelier und Syllabus ein, dann machen wir die Quest, die uns noch fehlt halt, ne? Also beziehungsweise hier das Schlüsselwort da. Hier, das da machen wir dann und holen die Waffe. Und dann machen wir, denke ich mal, auch nochmal schnell die Quest, die wir mit Pyros und Dingens machen sollen. Wenn wir Pyros... Na gut, die beiden sind beschäftigt, das geht das nicht. Na gut, dann machen wir beim nächsten Mal nur das mit Syllabus und Atelier. Und können dann auch schon den großen Kampf, die Titelverteidigung halt, beginnen. Also dann bis zum nächsten Mal hier bei DotHackGU. Tüdelü.